habe laut um Hilfe geschrien. So laut ich konnte. Aber niemand kam zu Hilfe. Am Anfang war ich nur verliebt. Er war so lieb zu mir. Ich hätte mir nie gedacht, dass er sowas machen könnte. Ich wollte ihn wieder verlassen. Es ging irgendwie nicht. Wegen den Kindern, was sollte ich machen? Aber dann habe ich es geschafft, die Kinder noch wegschaffen zu lassen. Das eh nicht geschafft, wegzukommen. Es war gut. Ich hatte nicht gedacht, dass er mich finden würde. Und dann war ich woanders. Ich war arbeiten. Und ich hatte nicht gewusst, dass er eine Adresse rausgefunden hat. Und dann war er da. Ich habe mit dem Messer unter den Kopfholster geschlafen.
Ohne Kind war das alles noch nicht so gefährlich, aber dann musste ich weg. Aus Messer. Bevor es noch eskaliert ist. Ich habe nur den Ring am Kamin liegen gelassen. Und ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich habe überlebt.